umdrehen, aber keine Gehpause heute. Egal, was der Schwein uns hat. Tag, es ist Donnerstag, der 10. Dezember 2015. Kilometer, 34 Minuten, 44 Sekunden, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und ich bin durchgelaufen. Nachdem die letzten beiden Tage so schlecht liefen, wollte ich heute 4 Kilometer laufen, die aber durchlaufen. Bei Kilometer 2, als ich eigentlich umdrehen wollte, habe ich gemerkt, okay, das fühlt sich jetzt gut an. Jetzt bist du irgendwie wieder in deinem Flow drin. Das Laufen geht so wie von selbst fast. Ne? Also man muss sich nicht konzentrieren, sondern man läuft irgendwie einfach. Läuft ein bisschen mehr und dann bin ich 2,5, also nochmal einen halben Kilometer mehr gelaufen und bin dann erst umgedreht, sodass ich am Ende jetzt 5 Kilometer auf der Uhr hatte. Ja, und ich bin durchgelaufen und fühlt sich gut an. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus einem Monat Pause. Also einen Monat Pause hatte ich schon mal, glaube ich. Da fehlt mir auch nicht so schwer, wieder in den Schwung zu kommen. Allerdings war es auch wärmer. Und ich glaube, jetzt für die kälteren Temperaturen starte ich einfach zu schnell. Ich glaube, gerade bei den Kälter ist es wichtiger, langsam zu laufen. Erstmal oder langsam zu starten. Ja, und dieser Monat Pause plus die Krankheit, ich glaube, die Krankheit ist es, weil ich ab und zu kriege noch Husten unterwegs. Naja, aber fühlt es sich gut an heute. Weil ich durchgelaufen bin, die 5 Kilometer. Das war gut. So, jetzt komme ich zur Luft. Dann gehe ich duschen. Muss mal gucken, wie spät es ist. Weil entweder will dann der Hund raus oder ich schaffe noch, das Video zu veröffentlichen. Fertig geschnitten ist es. Musik gibt es nicht. Also geht auch ohne Musik heute. Aber ich gucke mir das gleich nochmal an. Vielleicht ist ja auch Musik unter. Wisst ihr ja schon, wenn ihr gesehen habt hier. Gut. Verlangt die Zigarettenschachtel da unten reinzuschmeißen. Verstehe ich total. Das ist ja noch schlechter. Es ist 13 Uhr und ich habe noch gar kein Türchen geöffnet. Okay, ne? Mal gucken. Also Türchen 10. Da unten links. Keine Ahnung warum, aber wieso brennen heute? Ich weiß nicht, was ich gegessen habe oder was ich getrunken habe, was so meinen Körper zum Rebellieren bringt. Naja, egal, ist auch nicht so schön.
darüber zu sprechen. Aber da kommen wir gleich mal zu einem Thema, was schwer ist am Locken. Nämlich zu entscheiden, welche Dinge man erzählen kann oder noch viel schwieriger ist, welche Dinge man besser nicht erzählt. Wenn es nach mir geht, würde ich euch alles erzählen. Aber alles kann man dann nicht erzählen, weil in den Themen, um die dann gehen würde, ja andere mit involviert sind. Und man denen vielleicht irgendwie vom Kopf stoßen würde, ja, weiß ich nicht, wie man sagen kann, aber ihr versteht schon, ihm vielleicht sogar Unrecht tun würde, weil man manche Dinge so sieht, wie man sie sieht, die andere vielleicht mit betreffen, aber aus deren Sicht ja ganz anders sind oder, weiß ich nicht, ist nicht so einfach. Also sagt man manche Dinge lieber nicht oder erzählt manche Dinge lieber nicht, die man aber eigentlich gerne erzählen würde oder über die man eigentlich gerne sprechen würde, weil sie einen beschäftigen, weil sie einen bewegen, weil sie halt gerade präsent sind im Leben. Aber kann man dann nicht erzählen. Oder man müsste sich überlegen, wie man die Themen anspricht, ohne Namen, also ohne Namen würde ich eh nicht nennen, also, ne? Aber ohne irgendwie zu viel zu verraten. Wobei eigentlich immer die betreffende Person wissen würde, dass es auch um sie geht gerade. Naja, in diesem Sinne, wie immer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss.